jetzt schon mitmachen. Hallo. Chat. Hallo. Dankeschön. Oh Gott, ich komm's achtmal. Dreimal reicht. Ich brauche nur drei. Drei, die mitmachen. Also zwei, die mitmachen. Und einer, der startet. Dass nicht Jule aus der hinterletzten Ecke geschossen kommt. Die hat ja schon eine Taste auf ihrer Tastatur, die nichts anderes macht, außer tot in den Chat zu schreiben. In meinen Chat zu schreiben. Und das war's. Das war tot für diese Stunde. Jetzt haben wir erstmal Stunde Cooldown. Aber es gibt noch andere Sounds. Der kriegt mich jedes Mal. Gut, bevor ich noch mehr mich um Kopf und Kragen rede, ein Videospiel. Let's go. Lautstärkewarnung, wie immer, wenn wir irgendwas Neues starten. Ich kann nicht immer garantieren, dass das in überschaubaren Lautstärken startet. Müsste aber gut sein. Moment, ich sehe gerade Chat nicht. Ich bin sofort wieder bei euch. Nope. Das klingt nicht nach Rave, das da. Die Demo von Succubus. Wait, ist Succubus nicht? Hat das irgendwas mit Agony zu tun? Namaste! Du hast, glaube ich, Du hast Namaste nicht falsch geschrieben. Irgendwie kam Namaste nicht. Namaste, you guys. Good morning. Auch ein sehr gutes. Sehr guter Sound. Ja, es ist ein Horror-Rave-Spiel. Und nein, ich weiß auch nicht warum. Let's go. Oh, ich mach's ein bisschen größer für euch, ja? Ist das in Ordnung? So. Nein. Dann. Ich bin mit Rave-Musik gar nicht so vertraut. Ich bin eigentlich mit ziemlich allen Musikstilen zumindest ein bisschen vertraut. Nur Mod-Streamer, ne. Hast du dich vertippt? Hast du vielleicht Cooldown wegen irgendwas anderem gehabt? Wenn er so groß ist, dann bekomme ich Angst. Dann musst du deinen Bildschirm ganz weit wegstellen. Du kannst auch das Fenster klein machen, aber ne. Enormous Sign. Okay. Hey. Ich bin mit Rock und mystischer Mystischer? Was ist denn mystische Musik? Aber Rock und Metal und ist auch eher so meine Welt. Aber ich mag eigentlich so ziemlich jeden Musikstil. Außer Country. Connect to the nearby router to read local area messages. Yeah. Okay. Wir haben ein Handy. Gibt's Handyknopf? Weiß nicht. Oh, Tab. You are connected. Enter main thread by clicking on this post. Okay. You're a Tilk. A phrase of sanction is required for entrance.
willing attendees can find it written on the door and the phrase in this thread to... Das ist Rave, meine lieben Freunde. Das ist Rave-Musik. Ich glaube, Rock-Metal bist du ja richtig. Ja, schon, so würde ich sagen. Schlager, richtig. Country und Schlager, das sind die beiden Musikstile, die ich einfach nicht mag. Alles andere habe ich bisher eigentlich immer irgendwas gefunden, was mir gefällt. Okay. Oh, mein Handy ist jetzt weggesteckt. Okay. Und ich muss jetzt... An der Tür ist ein Satz. Warum muss ich das fotografieren? Take a photo. I am willing. Is I am willing the phrase? I don't know. Open. Oh, ich muss erst tippen wahrscheinlich. Yeah. I am willing. Willing the foe. Attendance confirmed. Enter thou into the joy of the void. Beware of getting lost, though. Don't stray from the lights and follow the signals. But also don't look into the lights, or you might get blinded by the light. Break up like a douche, another rumor in the night. Blinded by the lights. Wie geht der Text eigentlich? Ich singe den immer nur phonetisch nach. Oh, by the way, ich habe eben gerade total in alles versunken, aber Captain Faulheit. Sorry, ich weiß nicht, warum ich es gerade verpennt habe. Vielen lieben Dank für die 5 Monate. Willkommen zurück im Club der Leute, die Winter gesubbt haben, die aber keinen speziellen Namen haben, die manchmal aber gerne auf Rave-Partys gehen. Mögest du auch weiterhin mit deinen Emotes nur Unsinn anstellen und mach's dir bequem. Zieh die Leuchte-Knickstäbe aus der Schublade. Nimm ein paar Ecstasy-Tabletten und leg sie auf dein Kopfkissen. Nicht einnehmen, das ist ungesund. Aber aufs Kopfkissen darfst du auch. Kopfkissen legen, das ist in Ordnung. Oh, gibt's Schlimmeres. Ach, was läuft durch die Nacht? Oh Gott. Jägermeister und Red Bull hilft gegen alles. Ja, zum Beispiel auch gegen Geschmacksnerven. Tolle Singstimme. Ich bin echt gut darin, so zu machen, als könnte ich singen. Ich kann leider nicht wirklich singen. Ey, coole Party. Ey, ohne Scheiß. Hier wäre ich auf jeden Fall am Start. Signal lost. Yo, ohne Scheiß, mal so. Das wäre eigentlich ein saugeiles, eine saugeile Idee. Und wir hatten die Idee in der Tat schon für Colors Auftritte, dass wir uns quasi in Schwarz kleiden und dann so Neon-Leuchtefarben uns anmalen. Halt vielleicht schon so ein bisschen in dem Stil eigentlich. Ich finde das da sau cool. Schöne Morphsuits. Ich glaube, die sehen einfach so aus und sind angemalt. Ich bin aber auch absolut kompatibel mit dieser Art von Musik. Take a photo. We will all be headless. Do the rites. Take a photo.
Bloodstone Wall and Ancient Mural, maybe. It's missing some pieces. Do the rights. Cool, dass man sogar anonym wäre und abdancen könnte, wie man will. Ich glaube, wenn man aus Rave-Partys geht, ist es auch egal, ob man gesehen wird. Glaub mir, da achtet niemand, wie jemand tanzt. Aber du hast schon recht, das ist ein Aspekt. Yeah! Drink. Yo! Oh no, dort dreht nicht rein. Okay. Ich wandere mal ins Bett. Mir fallen die Augen zu. Alles klar, Jule. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Süße Träume. Schlaf schön. Und einen schönen Tag. Morgen bleibt gesund. Lass dich nicht ärgern. By the way, wir zelebrieren morgen und suchen morgen den Clip des Monats. Wahrscheinlich direkt nach Start des Streams. Also so um 9, sage ich mal, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Dann streamst du ja morgen. Never mind. Aber an alle anderen, wir haben ein kleines Event monatlich. Das nennt sich Clip des Monats. Ihr könnt Clips machen vom Stream, die auf unserem Discord posten. Und ich wähle dann den besten Clip davon. Und der Gewinner bekommt 500 Met. Und den besten Clip des Jahres, der bekommt von mir eine Flasche Met. Ich finde die Mucke echt gut. Fuck. Ich will auch gar nicht wirklich weiterspielen gerade. Ich will einfach die Musik mehr anhören. Aber ich muss wohl irgendwas finden. Kam ich hierher? Vielleicht. Ich finde die nicht gut. Das ist halt reine Tanzmusik. Wenn du mal dich da reingefunden hast und einfach zu so Mucke abdance, einen ganzen Abend, eine ganze Nacht, irgendwie so 6 Stunden am Stück, irgendwann entwickelst du einen Geschmack dafür. Ich bin noch ein bisschen. Ratlos, was ich denn suchen soll. Irgendwie. Mir fehlt die Seele bei so Musik. Ist halt keine Musik, wo du dich hinsetzt und machst. Ah ja. Mh. Ah, das ist ein sehr schöner Utz. Aber ah. Die Nuancen in diesem Utz waren unglaublich. Nee, das ist nicht die Musik. Aber zum einfach nur Kopf ausschalten und wackeln ist die Musik perfekt. Man muss einfach abrave und dann geht's irgendwann. Vollkommen richtig, Rudi. Hi, by the way. Schönen guten Abend. Wenn dann nur zu ruhiger und gleichmäßiger Musik. Die Musik ist sehr gleichmäßig. Ruhig kann man es jetzt drüber streiten, aber. Also mehr so klassischer Tanz. Aber es ist halt eine andere Welt, ne? Klassischer Tanz ist halt was du ein. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber wenn du das jetzt theoretisch gemeint hättest. Ist halt was du einstudierst und dann performst. Und so tanzen ist halt mehr. Oh, Bier? Auf jeden. Ist halt mehr einfach Ausdruck von allem und nichts. Du verlierst dich einfach in der Musik.
und dein Körper macht irgendwas und es ist gut und es passt einfach. Sag mal, ich finde es zu monoton. Ist sehr monotone Musik, würde ich nicht widersprechen. Aber das ist hilfreich. Beim Dancen, glaub mir. Aber dazu muss man halt Interesse an dieser Form von Tanz haben. Sonst bringt es nichts. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen, was ich tun soll eigentlich. Noch mehr? Ist auch ein Bier einfach noch. Run, run. Run, 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 run. Oder Rum? Gibt's Rum? Oh, what? Oh, die muss ich finden. Okay, I get it. Und wo finde ich... Oh. Oh. Welcome all to Headless, where love and wine flows free. However, partake at your own peril, as all attending this evening will certainly perish. Okay? Oops. Enjoy the party. It has begun. Let's partake. I can feel it all over in our body. Damn. I'm scared. Oops. What's with the large stone on the dance floor? Complete the rites. Make it whole. Suck a dick. Eat a ball. Eat some... Sorry, was? Tighter shit. So, Mucke, da muss er irgendwie... Da muss alles wackeln. Der geht einfach... Da geht's nicht mehr durch. Das Prince-Symbol zwischendurch. Also the artist formerly known as Prince. Bei dem Symbol ist auch geklaut, glaube ich, irgendwoher. Ups. Sorry. Ich sehe die drei Steine da finden, die da fehlen. Liegen die irgendwo rum? First time, ask your questions in this thread. I'm here to get loaded! Disco für mich war eine Stammrock-Kneipe. Es muss nicht immer dasselbe sein, ne? Man kann, also ich habe auch eine Stammrock-Kneipe. Wir hatten eine Disco, wo dann immer Metal lief. Und Hardrock und Rock. Aber ab und zu so geile Elektromusik. Wobei, es kam erst später. Ich hatte so eine Phase, wo ich dann halt so nicht Rave unbedingt, aber ja, Dark Rave prinzipiell. Also so düsteren Goth-Elektro-Shit gehört habe. Jetzt bin ich vielleicht zu weit weg. Laufe ich zurück? Ist hier der erste Stein vielleicht? Vielleicht. Aber ich glaube, hier komme ich her. Oh, this got very quiet, very quick. Oh no. Auch wieder richtig Lust auf solche Partys, aber mehr öffentlich, eine Privatveranstaltung mit 20-30 Leuten ist da am besten. Ich finde beides cool. Ich hätte einfach mal wieder Arschbock zu tanzen. Oh, ich kann sprinten. Das war so, als ich, keine Ahnung, so 20 war das die Erfüllung so von jedem Wochenende.
Woche über Ausbildung und Schule und whatever. Und dann am Wochenende halt mit Freunden getroffen in die Disco. Und dann gemettelt. Oder gar anderes Dinge. Kopftanzen. Lieber Mass. Ich kann zwischen zwei Dingen hin und her wechseln. Verschiedene Netze? Ich weiß nicht, was das heißt. Oh ja. Ich weiß es nicht. Oh. Ich kann mit der Netzsuche quasi gucken, wo ich hin muss. Ich habe den extra Dancefloor gefunden. Hier gibt's nur Cotton Eye Joel. 24/7. Remember the Cotton Eye Joel? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joel. Bin ich im Kreis gelaufen jetzt? Ja, bin ich. Bin ich? Gibt's einen Tanzknopf? Damn. Aber only rules are always peace, love and respect. Follow these. Party will always be on there, but there are other places in the forest. TLK, but pirate networks all around. Follow the Wi-Fi signals. Gotcha. Wir müssen raus und dem anderen Ding folgen. Oh, ich habe das andere vielleicht verloren. Ich habe das andere Wi-Fi-Signal aufgegriffen. Ja, richtig. Jetzt habe ich lieber Mars. Und das ist hier. Alles klar. Gotcha. Hab's verstanden. Connect to the nearby router to, okay. Mach mal fett Ego-Party hier. Oh, das hier ist der Minimal Dance Floor. Nee, das ist nicht meins. What or who is TLK? Seriously, this whole ritual thing is creeping me out and I need to know that threat earlier was real. TLK stands for the Live Congregation. I know. With a K? Yeah, it's like an underground anti-authority party club pop race. Do people really die at these? Has anyone been one of the raves before? The risk is the reward. All emotes are valued. Fleovarore. Yep. Okay, cool. So, werde ich meinen laufenden Bettvorleger nun vors Bett legen, mich selber in dieses begeben und mir vielleicht auch noch anschauen, wie Luke den Todesstern in die Luft jagt. Das klingt nach Plan. Durch mit der Hilfe von Hans Solo. Aber der macht doch alles alleine. Das steht doch schon im Namen.
Damit sage ich gute Nacht und haut's rein. Alles klar, Soraya. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Schlaf schön. Hab einen schönen Tag. Morgen bleibt gesund, süße Träume. Und gib auf dich acht. Gib auf dich acht. All apathy. We leave at the door. The door. Gut, das da wäre jetzt auch nicht so. Oh God, touch. Ah. Wäre jetzt auch nicht so unbedingt meine Wahl an Mucke. Wobei das so die Low-Effort-Variante von so Dunheim gibt's. Die machen so keine Ahnung, Wikinger ritualistische Tanzmucke. Oh, ich muss hier eine Reihenfolge anmachen, oder? Yep. Yep. Wait. Rudi, vielen Dank für den Follow. Ich bleibe mal stehen. Wait, ich muss die in verschiedene Formen bringen. So ist das. So, der ist rechter Arm nach unten, linker Arm nach oben. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nee? Was macht denn das so? Nee? Der Propeller jetzt. Yay! Ja, machen wir hier ein bisschen. Also jetzt werden wir gleich an der Rave Party Talks. Ein bisschen Blob Dance und Headbang Spam. Der DJ gibt sich so viel Mühe. Das tat es aber nicht, oder? Weiß nicht. Vielleicht mache ich es aber auch falsch. Was dauert denn ungefähr? Also beide Arme links. So, da muss beide Arme offen irgendwie. Bin ich auch mal aus. Viel Spaß noch euch. Alles klar, Rudi. Ich wünsche süße Träume. Viel Spaß noch. Danke fürs Reinschauen. Wait. Süße Träume und viel Spaß noch. Gleichzeitig macht irgendwie relativ wenig Sinn. Es ist spät. Man verzeihe meinen Nonsens. Mein noch mehr Nonsens als sonst. Nee, nach oben. Kommt auf der. Oh ja, ist auch wieder recht. Süße Träume und hab happy Träume. Der ist rechter Arm nach oben. Tanzgeräusche. Tansche auf einer leeren Chipstüte. Der? Ja, der, okay. So, und der ist dann nicht das. Oh. Hi. Und du? Tanzt du mit mir? Ist das normal? You eat my tralala. My ow! I did it! I
Ich habe einen Leuchte gefunden. Was? Also, das waren wir eben schon, ne? I did it. Wir müssen zurück nach Daedalus. Ist aber, ich glaube, ich direkt... Ah, ne. Da müssen wir zurück. Klonk, klonk, klonk. Oh, der Chill-Teil. Well, shit got weird real quick. Too weird for me. HMU at the tent, past the gate. You wanna get out? To the right! Fuck off! I saw those feathered freaks from the TLK drag my friend out of the woods. Serious? We frequently take action to keep the festival under optimal conditions. That's TLK speak to say your friend was taken to the quarantine. Don't worry. Whatever. Freedom to partake, freedom to leave. Anyone who's still sane to free, join me. I'm in the tent. Hey Jungs, geht da was? Uts, 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 dance, 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 dance. Linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein. Arschwacke, Arschwacke. Nehme ich. Moment. Fast. Close enough. Almost. So. Das ist mein tolles Dance-Mode. So. Everybody dance. Der Rest der Party wurde gerade verpasst. Na. Das ist nur die kleine Zwischen-Chill-Party. Wir machen jetzt nur mal kurz Ruhe. Jeder holt noch ein Bier, Line Coke, Cake. Und jeder stellt sich an, um Kuchen zu bekommen. Und dann geht's gleich weiter, keine Sorge. Nostalgischer Rand. Ja, ich hab... wo ist der Scheiß... Die scheiß Wand hin, wo ich das reinstecken soll. Da. Made it. Ich will eigentlich so ein GIF finden, wo irgendeiner auf einem Greenscreen danced, dass ich rauskroppen kann, habe ich nichts gefunden. Ja gut. Ja gut. Das ist natürlich sehr wichtig. High-Quality-Video-Game-Playage on Twitch.tv.
Bereut irgendwer seine Follow schon? Noch ein Bier mit. Oh yeah. So, Bliss. So, und jetzt? Botcham. Es wird nur besser. Sind ja alle genauso geschmacksverwirrt wie ich? Oh no. Haben wir jetzt hier bitte mal einen Dancefloor, wo ein bisschen irgendwie Black Metal läuft oder so? There's a door. Door's closed. Connect to the Wi-Fi. How does one Wi-Fi? Ist noch so. Ah, hier. Mein Musikgeschmack ist schon Geschmackswahrung genug. Du fühlst dich von allen wahrscheinlich mit dem, mit der Mucke noch am wohlsten? Nee, auch nicht wirklich, ne? Nothing here but locked door. I found something disturbing. The organizers are surely cannibals. Please read this message quickly. They may delete it. We must find a way to free this place. I can't find a way out, but no matter where I go, I keep finding myself back at the Dallas. Vergesst nicht, was ausspricht. At some point I found an old overgrown shack. The outer door was tagged at the abbey. You should stay out of that place. I didn't. Now I'm haunted by a vision. Tall man with the pitch black raven feathers. He sits in house dust eating mounds of mud. But the mud is bleeding. Okay, überlesen wir trotzdem mal. The mud screams, horrible screams, not even the Daedalus music can outdrown them. The abbey was filled with little clay dolls painted in the same patterns as the rest of us. The rituals, the threat, the man in the feathers. We are all the feasts. I just know it. I'm going to the only quiet place. Don't follow me. I'm afraid of what's happening to me. The shack must be loaded with toxic. I'm sticking to E. Energy drink. I must go where I will. The house rejects the uninitiated. Order does not belong in headless. Order does not belong in headless. Okay. And living less. What the fuck does order does not belong in headless and living less mean? BB Peon. Threat locked. Nimm das! Okay. From this side, maybe. Ja, aber ich hab jetzt hier das Ding gepümpelt. Und nu? Ich habe ein neues gefunden jetzt. Aber es überschreibt sich immer. Vielleicht darf ich das Nox noch nicht finden und ich muss erst das hier machen, was auch immer hier zu machen ist. Hm. It's a love shack, it's a little place where we can get together. Love shack, baby.
Love Shark. Sorry. Tut mir leid. Das hast du von der Party verpasst. Bro, hast du den ersten Stein, den wir gefunden haben, verpasst? Wenn nicht, dann eigentlich nicht viel. Nee, gut. Dann habe ich ihn nur zurückgebracht und die Party war lahm irgendwie seitdem. Vielleicht muss ich doch weiter, weil hier ist jetzt nicht offensichtlich, was ich tun soll. Ah, ich muss weiter. Gut bei Lea, ich verknüpfe mich ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Niki. Schlaf schön. Süße Träume. Klostick. Yeah. Hey. Do not run away, friend. I wanna do glow stick things with you. Wait. Das da ist ja aber Nax 5, oder? Wo ist es? Ist es Nexus? Nexus. Oh, never mind. I am made from both flesh and skin, yet I am not alive. I flow with the deepest red, yet I am not blood. I make my victims lose both mind and morals, yet I am not sinister. What am I and where am I belonging? I am made from both flesh and skin, yet I am not alive. I flow with the deepest red, but I'm not blood. I make my victims lose both mind and morals, yet I'm not... What, wine, I guess? I would say it's wine. It's wine. Please. Hi. Take a photo. Hi, friend. Riddler seems to be wanting something. I wonder... No one else? Oh! Muss dem Wein bringen. Aber warum left oder right? Ja, das habe ich halt. Kann das sein, dass die in der einen Flasche halt Wein drin war? Oh Gott, will ich jetzt zurück nach Daedalus laufen? Oder war Botchim? Ich bin halt im Nexus hier jetzt mittendrin. Warum, bin ich weg aus dem Netz. Weil hier waren aber, glaube ich, tatsächlich irgendwo Weinflaschen am rumliegen. Kreis gelaufen. Ich bin saufett im Kreis gelaufen. Saugut. Guter Scheiß. Gut. Dann war das hier. Und ich glaube, hier waren... Das sind immer Glowsticks. Dann muss ich zurück wahrscheinlich. Ist doch Wein wahrscheinlich. Ja gut, das sind so... Sag mal, das ist Wein. So Traubenblätter? Traubenblätter, you know?
I'm gonna say that's wine. Wenigstens bleibt die Mucke schön Schizo. Ich mag Schizo-Elektromusik. What? Ist mein Wein zerstört, du Arsch? Kennt irgendjemand von euch zufällig die, okay, kennt einer von euch zufällig Newgrounds.com? Wahrscheinlich. Die Herren und Damen der Schöpfung des älteren Kalibers, die sind mit Newgrounds wahrscheinlich noch vertraut. Da gab es eine Serie an, ja, Flash-Animationen. Oh. Die nannte sich Madness. Oh, falsche Richtung. Ich lauf falsch. Madness war in der Tat ziemlich mad. Wait a second. Bin ich hier richtig? Ja, glaube ich, falsch. Und im Prinzip ging es im Madness nur darum, dass jemand durch die Gegend läuft und Leute umbringt. Und es war halt so übertrieben brutal, dass es nur als reine Comedy interpretiert werden kann. Oder als, ne? Bewusst so dumm und unrealistisch. Aber die Mucke dazu, gerade zu den, so ab Folge 3 oder so, ist relativ harte, aber echt gute Elektromusik dabei. Hi. Und du so? No. Thank you. Up. Guess I'm high now. Well, shit. Shit. Schon wieder. Immerhin ist durch den Wald laufen nicht wie bei diesem Feldrumlaufspiel, in diesem einen Indie-Spiel. Wow. Nicht wie in diesem Feldrumlaufen bei diesem einen Indie-Spiel. Ich weiß nicht, welches eine Indie-Spiel du gerade meinst. Hat mich der Glowstick gerettet? Ich glaube nicht unbedingt, dass mich der Glowstick gerettet hat. Oh, hello Peter Maffay, wo kommst du denn plötzlich her? Es war nicht unbedingt der Glowstick, es war glaube ich eher die Tatsache, dass ich keinen Wein dabei hatte. Und er wollte gerade meinen Wein klauen. Mein Phone ist weg. Da... Okay. Ist relativ schlecht. Stay in the light. Welp. Looks like we're not done gonna do the wine thing. Ich habe ja nur eine Hand, wie man weiß. Was? Genau. I'm gonna stay in the light. Thank you very much. Wir bleiben auf dem Pfad des Rechtschaffenen und baden uns im Licht des heiligen Feuers. Möge die Macht von Jesus Christus uns zu den goldenen Flüssen von Jericho führen. This guy didn't make it. Haben dann doch irgendwie verhältnismäßig wenig Techno. Oder halt Rave. No? Da lang? Hmm.
What a poor guy. He died a horrible death while probably being high as a kite. I'm Maggie. Well, rip arm, I guess. Thank you for dying. Well, das war vorauszusehen. But the forest holds another end for those who complete the rites. Oh. Oh. War das das Bad End? Das Spiel, das sich im Speedrun entwickelt hat. Ja. Eines von den Spielen, das sich dann irgendwann zum Speedrun entwickelt. Ich erinnere mich. Ja, das ist Bad End wahrscheinlich, ne? Können wir das nochmal machen? Oder ist das einfach das Ende der Demo? Aber die Tatsache, dass es einfach sagt, there is another end for those who, ne? Ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da vielleicht noch mehr ist. Aber erstmal wieder gute Techno-Musik. Ah, yes. Guck, es ist spät. Mein Gehirn ist nur noch in der Lage, Brei zu produzieren. Oh, ich muss zuerst, glaube ich, die Tafel wieder angucken. Erstmal eine Köln-Position. Ich zapple jetzt nicht mehr vorm PC. Aber Rave-Musik, Pion. Du musst Rave-Musik. Well, that stopped abruptly. Oh, die kriegen alle gerade die Nachricht. Und dann stoppt die Musik deswegen. Das habe ich gar nicht realisiert, das letzte Mal. Fuck it, let's dance! Pogo! Pogo! Ich hänge. Pogo! Moshpit! 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 Aber genau das ist ein Gefühl auf einer Rave-Party. Oder auf den Elektro-Partys, wo ich war. Einfach Farben und Geräusche und Bewegungen und fuck it. Macht irgendwas Sinn? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht Laune. Boah, scusi. Signal lost. Also jetzt kommt das Ding wieder. Ja, weiß ich. Ah ne, butchern will ich eigentlich noch nicht, ne? Butchern ist vielleicht das Letzte, was wir machen. Ja, lieber Mass, das war das Erste, was wir, glaube ich, gemacht haben. Genau. Das war Puzzle Nummer Uno und auch sehr, relativ selbsterklärend für das, was man tun soll.
Aber schon cool, so Route irgendwie im Wald zu verteilen. Rave Dance in seiner großen Gruppe als Show. Sieht mega aus. Rave Dance als, okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Klingt sehr interessant. Ich bei die Arme auf der Seite. Oh, ist langsam geht die Müdigkeit. Gibt mir alles, ey. Okay. Du bist schon richtig. Du musst beide Arme nach oben. Du musst einen Arm nach oben. Hast du? Falsch. Reicht richtig. Ich muss irgendwie so einen Arm angewinkelt und einen gerade haben. Okay, jetzt. Gonna get eaten. Hey, Camel. Einen wunderschönen guten Abend. Dance so leer, passt also unglaublich gut rein. We made it. First stone gotten. Scusi. Wie geht's dir denn, Kammer? Noch fit um solche gottlosen Uhrzeiten? Ich bin's nicht. Wie man unschwer erkennen kann, mein rechtes Auge gibt schon nach. As you move at the tent past the gate if you want to get out. Ist das ein anderes Ende vielleicht? This shit's gonna tweet for me. HMU at the tent past the gate. What gate? This gate? That's not a gate. This gate? Ja. Oder bin ich eben hier lang? Oh, da bin ich eben lang. Ich bin versehentlich quasi abgehauen. Das war mein Fehler eben. I get it. Ich dachte, das wäre vielleicht Challenge 3 gewesen schon, die ich da gefunden hätte. Hier, Van Butcham. Take one, nene. Da muss ich hin. Und von hier aus. Genau, von hier aus dann. Da. Oh, scusi. Nothing here. Locked door anywhere. I think it's part of the rides. Whatever this blows, I'm out. Want something disturbing. Ja, okay. Das ist ja eine andere Geschichte. So, und jetzt habe ich aber ein neues von hier aus, ne? Muss vielleicht die Tür einmal sagen. Get net! So, kann ich jetzt?
Vielleicht habe ich nämlich Nexus. Ja. Jetzt Nexus ist auch die Richtung. Oh. Nexus ist hier lang weiter. Okay, vielleicht nicht die Wand hoch. Wir sind kein Skyrim-Pferd. Auch wenn das sicher auch ziemlich hart abgeht an Rave-Partys. So. Genau, jetzt ist hier die... Also erstmal Netzwerk verbinden. Und jetzt haben wir ein Rätsel hier. Und ein Rätsel fand ich jetzt ziemlich eindeutig eigentlich die Lösung. Aber das ist anscheinend noch nicht das ganze Paar Puzzle. Ja, ich suche noch das. Den suche ich. Den Kasten. Vermela Kasten. That was good. I am made from both flesh and skin, yet I'm not alive. I flow with the deepest red, yet I'm not blood. I make my victims lose both mind and morals, yet I'm not sinister. What am I and where am I going? I am wine, but where am I going? It's a right thing, probably. I have some of what they are having. I'll have some of what they are having. I am made from both flesh and skin, yet I'm not alone. Yeah. I guess it's a riddle. I know. It's like fruit flesh. It's wine. It's wine. Pretty sure fruits are alive, though. Da, da, da. I think boxes are part of it. Ja, jetzt muss ich halt den Wein in einer seiner Boxen geben. Aber in welche? Vielleicht ist in dem Rätsel noch versteckt, wo es hin muss, links oder rechts. The Riddler seems to want something. I wonder... Okay. Was ist, wenn hier noch mehr drin versteckt ist? Als nur... What am I and where am I going? I'm made from both flesh and skin, yet I'm not alive. I flow with the deepest dread, yet I'm not blood. I make my victims lose both mind and morals, yet I'm not sinister. What am I and where do I belong? Ja, wo gehört Wein hin? Links oder rechts? So eine Frage, wo Wein auf dem klassischen gedeckten Tisch steht. Oh. Ich merke auch gerade was. Moment mal gerade. Vergesst meinen Streamtitel zu aktualisieren vielleicht. Rechts, meiner Meinung, zumindest auf dem Tisch, ne? Gut, weil die meisten Leute halt Rechtshänder sind und dementsprechend kommt es halt nach rechts. Aber so wirklich überzeugend tut mich das noch nicht. Well, fuck it. Falsch? Nope, right. Okay. We made it. Ich meine, es war in dem Fall 50-50 irgendwie, aber... we are infected. Only the
Only the conscious spreads the disease. Okay. Gotcha. Consciousness, disease. Yeah, made it. Gotcha. I'm with you. So. Das wäre Question Nummer 2 gewesen. Bin ein Eichloch richtig. Habe ich meinen Titel geändert dafür, dass du nicht den Titel geändert hast? Das geht nab Twitch. Ah. Ja. High Quality. Ah, yes. Geiler Shit. Bin mir unklar, ob er tanzt oder einfach panisch vor sich her wackelt. Bei genauer Betrachtung ist da nicht so viel Unterschied. We made it! Ist keine Rave-Gruppe, sondern eine Industrial-Gruppe. Gutes Spiel heißt halt Strobophagia. A Rave Horror Game. Oder sowas. Das da, was wir gerade hören, das ist eher so Industrial, ja. Aber verschmelzen die Grenzen ja sowieso. Wie sonst was. Let's get crunk. So, und jetzt? Okay. Jetzt müssen wir noch mehr finden, wahrscheinlich. Wo waren wir denn noch nicht? So, ne, ich bin ein Depp. Ich realisiere gerade meine Fehler, die ich begehe. Wait. Ist jetzt eh eigentlich egal, aber fuck it. Strobophagia Rave Horror Demo. So heißt es. Alles cool. Ich muss nur meine Stream-Einstellung gerade was fixen. So. Da leuchtet es auch. Aber da, ne, lieber mal, es war mal schon. Take one, okay. Pium, 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 pium. Ich renne mal so einfach um den Laden rum. In der Hoffnung, neue Frequenzen, neue Netzwerke quasi aufzugreifen. Kollege. Oh, das ist böse Zelt. Da wollen wir nicht hin. War dafür heute auch so blind? Was hast du denn gemacht? Don't be blind. Okay, jetzt aktualisiert sich der Streamtitel im Minutentakt irgendwie. Eigenständig. Oh Gott. Ja, next. Waren wir ja schon. Botche waren wir auch schon. Einer fehlt noch. Oh, der ist der letzte vielleicht irgendwo anders.
Hatten wir. Lieber Mers hatten wir auch schon. Jetzt müsste der letzte gleich kommen, wahrscheinlich, wenn meine Theorie stimmt. So, also den Stream Titel auch nicht aktualisiert. Ich hatte ja eigentlich geplant, was anderes zu spielen, bis ich gemerkt habe, das ist nicht das Spiel, was ich denke, was es ist. Und dann... war mir spontan abgebrochen. Das hier... oh, das... ich gehe einfach. Das sah aus wie der Raum, wo wir eben... nicht den Arm verloren haben, aber quasi. Oder wo wir vorher waren, bevor wir den Arm verloren haben. Termik. Oh, wait, Butcher, richtig. Butcher müsste die Tür. Oh, you're right. Stimmt. Ich hatte Butcher als... als einfach nur Zwischenschritt für Nexus gesehen. Stimmt ja, du hast ja recht. Da. Das heißt, vielleicht ist die Tür jetzt offen. Nothing here but the locked door to nowhere. Where's the door? Oh. Is it locked though? It's not locked anymore. No signal. Aha. Nope. No! I don't want to get eaten. Oh. Well, I got eaten. Death for the self. Mein Körper wurde... oh, war das jetzt einfach nur Game Over? Okay. Ich nehme noch so ein... Knicklicht vielleicht mit. Vielleicht mag er keine Knicklichter. Oh Gott. Du magst keinen Wein, das weiß ich. Oder du magst Wein sehr. Wo waren die Knicklichter jetzt? War nicht hier? Ne, das da ist, glaube ich. Doch, richtig. Aber wir machen es doch nicht an. Wahrscheinlich bringt das gar nichts. Aber we're gonna try. Oh Lord, we're gone. Oh, wait a second. Never mind. Oh. Wir haben den Stein. We made it. War alles richtig. Ah, ist geplant. Alles im Griff. Alles läuft 100% nach Plan. Let's do the rituals, bituals. Oh. That's not good, is it? For dead people on... oh no! They're going to kill them! And then they're going to kill me! Oh my god! Das ist so griechische...
griechische Malerei. Malerei prinzipiell. Mehr Rave, please. Bleib ich Keyboard. Give yourself to me. Can I utz? But I wanna utz. Can I utz myself? Okay. Hi. Ja, oh. Das sind wir? So. Yay! Cool! Also cool, aber what? Wir haben beide Enden bekommen. Quietscheende und Stockende. Warum war das jetzt eine Demo? Weil das Spiel noch nicht fertig ist und das wahrscheinlich nur so der Prolog ist. Und danach geht's wohl noch weiter. Oder ist das vielleicht mehr so ein Proof of Concept? Und das fertige Spiel kann noch mehr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das fertige Spiel bald raus, im Herbst 2020.